Schreiben. 30 Minuten. Schreibaufgabe Blatt 1. 15 Punkte. Situation. Du bekommst von deiner Freundin Valentina folgende E-Mail. Hallo. Ich habe lange nichts von dir gehört. Wie geht es dir? In meiner Klasse gibt es seit kurzem zwei neue Schüler aus Südafrika. Meine Klasse ist jetzt wirklich sehr international. Woher kommen die Schüler in deiner Klasse? Der Unterricht macht mir meistens Spaß. Nur in Mathematik habe ich keine guten Noten. Welches Schulfach findest du schwer? Wir könnten ja vielleicht einmal zusammen lernen. Hast du Lust, zu mir zu kommen? Wann? Liebe Grüße, Valentina. Schreib eine E-Mail an Valentina. Blatt 2. Beachte folgende Punkte. Schreib ca. 50 Wörter. Beantworte alle Fragen. Schreib am Ende einen Gruß. Schreib das E-Mail weiter und beantworte die Fragen am Rand. Liebe Valentina, danke für dein E-Mail. Ich freue mich immer über Post von dir. Zu deinen Fragen. Wie geht es dir? Woher kommen die Schüler in deiner Klasse? Welches Schulfach findest du schwer? Hast du Lust, zu mir zu kommen? Wann? Lösungsvorschlag. Liebe Valentina, danke für dein E-Mail. Ich freue mich immer über Post von dir. Zu deinen Fragen? Freut mich, dass du mir schreibst. Mir geht es sehr gut. Das Wetter ist auch schön. Der Frühling ist angekommen. Wie sind die Schüler aus Südafrika? Magst du sie? Die meisten Schüler in meiner Klasse kommen aus Österreich. Einer kommt aus Italien und einer aus Ägypten. Wir verstehen uns alle sehr gut. Mir gefällt Mathematik sehr gut, jedoch finde ich Geschichte etwas schwer, da man sich sehr viel merken muss. Sehr gerne komme ich zu dir. Wie wäre es denn mit den Sommerferien? Bist du da zu Hause? Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße. Cool, dass du auch dieses Video angeschaut hast. Gibt es vielleicht noch Dinge, wo dir noch unklar sind oder wo wir dir noch helfen können? Falls ja, dann lass es doch einfach mal in den Kommentaren da, damit wir dir da optimal weiterhelfen können und für dich da entsprechend ein neues Video produzieren können. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!